Wo spielt Joshua Kimmich? Diese Frage schwebt über dem DFB-Team schon seit einigen Tagen. Ich habe meine Meinung klar gemacht. Ich sehe ihn als rechter Verteidiger. Besser für uns, für das Team allgemein. Aber andere sagen, ey, als Sechser ist er stärker. Was soll jetzt passieren? Laut Informationen der Bild plant Jogi Löw, ihn auf der rechten Verteidigerposition spielen zu lassen und soll ihm das nach dem Lettland-Spiel gesagt haben. Ja, und Kimmich sei bereit. Er hat das angenommen, hat gesagt, gut. Also plakativ gesagt, gut, dann opfere ich mich fürs Team. Ich spiele lieber als Sechser. Nee, ich gehe dann eben in die rechte Verteidigerposition, wo ich dem Team mehr helfe. Er sagte auch selber dazu, am Ende ist es die Entscheidung des Trainers. Wenn er mich als Rechtsverteidiger sieht und das Gefühl hat, dass ich da der Mannschaft am besten helfen kann, weil wir am stärksten sind, dann spiele ich Rechtsverteidiger. Starke Aussage von Kimmich. Ich meine, klar, ich glaube, dass er lieber Sechser spielt. Ich glaube, dass er da auch noch ein Ticken besser ist, allgemein seine Fähigkeiten einsetzen kann. Aber ich glaube, so wie wir, also wir haben halt, und das ist interessant, das hat jetzt Philipp Lahm dazu gesagt, und ich zitiere ihn jetzt einfach mal, was er der Bild gesagt hat. Er ist sicher, gemeint ist Kimmich, mehr Spezialist, als ich es war. Seine beste Position ist die vor der Abwehr. Die deutsche Nationalmannschaft hat aber mit Kroos und Gündogan die Lenker und Denker von Man City und Real in ihren Reihen. Und deshalb ist es schon eine gute Überlegung, Joshua rechts vor der Dreierkette einzuplanen. Ja, da gebe ich Lahm komplett recht. Wie gesagt, wenn man einen Gündogan hat, einen Kroos, wir haben auch einen Emre Can, einen Goretzka, wenn er fit ist, wir haben da gute Leute, deswegen Kimmich auf rechts und dann kann ich ruhiger schlafen. Und wir wissen ja eins, was passiert ist, als dann Philipp Lahm auf die rechte Verteidigerposition wechselte. Ja, dann gewann Deutschland die WM. Also hoffen wir mal, dass sich Geschichte wiederholt. Eure Meinung gerne in die Kommentare. Klickt in die Mitte, kommt ihr zum letzten Video. Frankreich bangt um Benzema, was ist passiert? Erfahrt ihr, wenn ihr in die Mitte klickt, wir sind später wieder. Und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.